So einfach ist es nicht. Wie bitte? Das ist ein sehr gutes Angebot und ich weiß nicht, ob wir es uns leisten können, abzulehnen. Seid ihr wahnsinnig? Faxen. Natürlich könnt ihr. Ihr müsst so schnell wie möglich von hier weg, Linda. Aber was, wenn ich nicht will? Nehmt euren verfluchten Film und haut ab! Oh, Sam hasst uns. Er hasst uns ja, Linda, richtig. Wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Mit deinem... Es ist nicht nur ein Bastarde. Film. Es ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis. Für etwas. Ein Fluch. Viel älteres. Etwas... The one and only. Reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Okay, Sam. Ja? Okay, Sam. Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Zufall? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert? Und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche mich herum wie ein abgeranzter Kleinganove. Oh, warum verfehlst du denn? Oh, und seine Schulter, die tut weh. Die tut weh. Scheiß drauf. Weil wir damals verkackt haben. Scheiß. Der arme Junge. Sollten wir ihm folgen? Nee. Geh los und behalte Stan im Auge. Oder bleib einfach hier und lass Stan sterben. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ja, der ist ein bisschen... Aber ich glaube nicht, dass jemand von... Ich glaube, er ist ein bisschen high. Like, girl. Ja, okay. Sam. Was los, Bruder? Was los? War das vorhin verschlossen? Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Stan! Wo ist er hin? Oh Mann, das ist doch alles ein Labyrinth hier. Stan, wie bist du hier weg? Also unironisch, wie hat er das gemacht eigentlich? Da habe ich gar nie drüber nachgedacht. Wie konnte er weitergehen, aber ich nicht? Warte mal. Bei meinem Herrn Jesus Christus. Die Stelle des Spiels kenne ich. Und da hatte ich große Probleme mit. Die Stelle des Spiels kenne ich. Ja, tatsächlich schon. Das ist eine korrekte Aussage. Muss ich mir selbst auch mal einfach mal so sagen, ja. Ich bin klug. Augustin hat wohl jede Menge. Oh mein Gott. Ist das schon die Rätseltime oder nicht? Ist das schon die Rätseltime oder bin ich lost? Who knows? Weil das ist das Zimmer, wo wir dann halt mit Stan zusammen reingehen. Wo ich ja so lange den Schlüssel gesucht habe. Oh. Das hatte was mit dem Fernseher zu tun. Da komme ich weiter nicht rein. Ich habe gesagt, Maddie. Hör auf mit der Scheiße. Und dann geht's hier weiter, wo sich alles ein bisschen verändert hat. Die Gänge ändern sich manchmal. Das ist in meinem Haus auch immer so. Ist auch gesperrt. Ach mein Gott. Und dann bin ich wieder hier. Und hier kann ich wahrscheinlich trotzdem weiter nicht rein. Richtig. Mir ist gar nicht aufgefallen in meinem ersten Run, wie fucking dumm das alles ist eigentlich. Oh, warte mal. Kann ich hier jetzt doch rein? Hä, das hatte ich doch... Ja, es ist alles ziemlich komisch hier. Das gab es vorher natürlich auch nicht.
Ein sehr spannendes Haus, muss man sagen. Mit einem eigenen Willen, würde ich mal behaupten. Gut, Chris, wie geht's dir so da drin? So, alles gut? Oder bist du überhaupt schon da drin? Wirst du erst geportet, wenn ich überhaupt die Ringe deaktiviere? Bist du momentan in der Zwischenwelt? Who knows? Who the fuck knows? Nee, die ist da schon drin. Aber wie sieht das für sie gerade aus? Alles gut, Lady. You just need to slay. Ist da wirklich jemand drin? Wer ist da drin? Du bist so klug, Maddie. Ich liebe dich dafür. Okay, da ist was. Du bist kluge Frau, kluge Frau. Kann ich nicht direkt das nächste einfach mal machen? Nee. Immer erstmal rübergehend. Presse. Chris, Maul halten hier bitte mal. Mit der Power of Love. Cool, ja. Geht's dir schon besser? Chris, alles gut? Ja, aktiviere die Ringe. Okay, Mann. Ich gebe doch mein Bestes. Lass mich hier durch. Okay. Tut mir leid, Mann. Ich wollte dir doch nur helfen, Chris. Dann mal. Ja, ein bisschen dumm gedreht, aber dann mal trotzdem in die Richtung hier. Bam, bitte, bam. Bam, 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 bam. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ja. Wirklich, schneller kann man es gefühlt nicht mehr machen. Also halt doch. Halt durch! Was soll die Scheiße eigentlich? Ich werde dich da rausholen. Ja, dann mach doch. Ich hab einen normalen Ausschalter gehört. Ja, ist aber wirklich ein bisschen komplex hier alles, ne? Warum nicht einfach einen Knopf? Bin ich assi. Was wird jetzt passieren, wenn Chris in unserer Welt bleibt? Kann sie das überhaupt? Fragen über Fragen. Junge, ja, ich höre dich und ich schreie es sogar zurück. Hallo? Wie geht es dir da drin? Das ist die dümmste Frage ever, wirklich. Also Maddie, das war echt unnötig. Ja, Bruder, wie? Niemand hilft dir. Ich helfe dir so hart, wie ich kann. Was willst du von mir? Abgefuckte Frau hier wieder. Ich will der Lady doch nur helfen. Ja, mach doch, Maddie, bitte! By the way, holy shit, das ist so close. Das ist das Schwerste im Spiel. Das einzig schwierige Gefühl auch im Spiel. Neben, naja, Skillchecks hätten. Was aber eher an der Performance liegt. Hallo, Chris. Man kennt sich nicht, aber moin. Was geht, Lady Girl? Alles gut? Und wie war die Vergangenheit so? Ja, Heimat hat dich zurückgelassen, aber sind wir ehrlich, besser als wenn er zerstückelt wird. Oder? Würde ich jetzt ganz frech behaupten. Robert. Hol deinen Dad. Robert. Schneller! Ansonsten wird's hier kritisch, Mann. Ey, jedes Mal, wenn ich ihn in dem Shirt sehe, holy shit, das ist so ein Buffed Man. Okay. Ist okay? Was ist denn, Augustine, Mama? Alles gut bei dir? Gar nichts, ich... Ich helf dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff. Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon.
Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Irgendwie. Er spawnt einfach manchmal. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Oh, wir sind so lustig, ne? Wir sind so lustig. Kein Ding. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Klar. Danke, sehr nett. Okay. Chris, was geht? Oh nee, zuerst Linda. Sie kamen sicher hier vorbei. Stimmt, jetzt kommt erstmal ein Talk mit Sam. Ich wäre mir hier über gar nicht sicher. Ich werde dir wieder was klauen, Sam. Was hat sie dir geboten? Ein paar K. Sie will mir Freiheit geben oder tut mir leid, du schuldest mir mehr Antworten. Ja, so nämlich. Tut mir leid, Sheriff. Du schuldest mir Antworten. Und warum? Du verhältst dich wie ein Irrer. Schleichst herum, greifst Leute an, nicht der Sam Green, den ich kenne. Leute ändern sich mit der Zeit. Nur einmal warst du so komisch, als du Chris, Jaime und mich beim Stahlwerk erwischt hast. Jaime? Ja, Jaime. Er war einer deiner... Freunde. Ja? Dir geht's nicht gut, oder? Natürlich. Er war mein bester Freund. Warum hat er jetzt so reagiert? Aber nicht mehr an Jaime Rivera? Ich werde alt. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Was meintest du? Das war komisch. Warum erinnert er sich nicht an Jaime? Da er nicht gestorben ist? Und was immer noch passiert. Vielleicht deshalb, dass er jetzt keine so starke Erinnerung an ihn hat? Was ist? Nichts. Nichts mehr. Fragen über Fragen. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor Himmel senkt sich wieder und es ist... Ja, alles gut. Danke sehr. Beutel. Diesmal mal nicht das Tagebuch. Und zack. Let's go, danke. Oh. Ja. Ich hab eine Waffe. Nö. Weißt du was? Kann ich auch mal behalten. Du hast Sams Waffe genommen. Ganz ruhig. Aber erfahren wir jetzt nie, dass das ein anderer Sam ist? Sam, dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Ich nerve. Tut mir leid. Wenn du ich nerve gerne. Dass ich dir einfach traue, musst du dich mehr anstrengen. Du hättest anrufen können. Du hättest uns nicht so nämlich. Müssen. Das war kein Angriff. Du weißt, was ich meine. Hey, okay, doch, ein Angriff war das schon. Du hast dem einen so in die Fresse geboxt. War zum Glück nur Stan, aber Bruder. Hat er auch. Hat er auch. Also, ich mag Stan nicht, aber der hat schon ziemlich einen Haken kassiert. Sam? Bam, bam, bam. Sam? Hallo? Sam! Sam! Sam, wo bist du? Sesam, öffne. Spaß, ja. Lustig. Mann. Ich halt doch mal Maul. Ja, komm. Also Mördermill von verschiedenen Welten. Auf jeden Fall. Wer kennt's nicht? Mal ein bisschen hinsetzen, mal ein bisschen raffen hier. Aber erfahren wir jetzt nicht, dass Sam aus einer anderen Welt kommt? Bonnie, und das ist eine andere Szene. Korrekt. Und es war Chris, das ist auch korrekt. Und mein Internet ist ziemlich arsch gerade, das ist ebenfalls korrekt. Und das ist ziemlich falsch sogar. Hier werden nur Facts gesplittet. Nur und wirklich nur Facts. Hm.
Mördermüll. Aber eine andere Version. Viele andere Versionen. Mördermüll. 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 Noch mehr Mördermüll. Oh yeah. Slay girl. Es gibt, glaube ich, sogar eine Version, die hieß Murder Hill. Sogar ein bisschen anders. Auf interessante Basis. Es wird nicht besser, Lady. Es wird nicht besser. Sam, ruhig. Hey, hey, hey. Hey. Ganz ruhig. Hey. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Das ist sehr, sehr korrekt. Also, erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht irgendwas zu sagen. Tell me more, tell me more. Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter. Wir fahren es also doch. Wie kann das richtig sein? Nur ohne das Tagebuch diesmal. Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Bam, bam, bam. Sie ist also wirklich nur am Aussehen jetzt gemerkt, okay. Also wie gesagt, ich bin eigentlich, er könnte einfach immer noch jung geblieben sein, vom Aussehen her. Warum nicht? Was ist das für ein Shaming? Ein Schatten geht. Eine andere Realität. Eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Mördermüll, Mördermüll, Mördermüll. Gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gewandt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen. Und mit ihm der Entitus. Obwohl, diesmal vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Mal schauen. Dann mal direkt los. Wo sind denn alle? Hier ist die Tür. Die Steuerung killt mich wieder. Okay, erstmal hier durch. Alles ist gut. Diesmal weiß ich auch, also da bin ich mir sehr sicher, dass ich weiß, wo alle Teile sind. Aber naja, letztes Mal war ich mir auch ziemlich sicher. Wenn ich diese Kessel repariere, sollte das Leck zu sein.
Korrekt. Deshalb holen wir uns die Teile mal. Und zwar... Ich hasse es, Stuck zu sein in dem Spiel. Und zwar ist ein Teil... hier drin. Und das andere Teil... schön bei der Pisse drüben. Da wurde, glaube ich, auch reingepisst in das Teil schon. Und zwar glaube ich, dass es hier war. Ja. Ausnahmsweise täuscht mich meine Erinnerung nicht. Selten, aber doch kann ich mich mal drauf verlassen. Und es ist gerade echt heiß. Ich hasse den Sommer und ich werde es immer wieder sagen. Und ich werde euch so zuspammen, damit ich hasse den Sommer. Sommer, schlimmste Jahreszeit mit Abstand, mit fettem, fettem Abstand. Also ich hasse nichts mehr als Sommerzeit. Bruder. Ich spüre große Schmerzen. Die Steuerung. Macht mich eventuell wütend. Aber alles gut. Einfach immer weiter und immer weiter. Und diesmal ist Reime mit dabei. Reime, Bonnie, wo seid ihr? Seid ihr auch hier im Untergrund oder bin ich alleine hier, Mann? Würde ich nicht cool finden, wenn es so wäre. Oh Gott. Jetzt erstmal wieder Labyrinth spielen. Okay, ich habe halt keine Ahnung, ob ich den richtigen Weg hier gehe gerade. Aber ich glaube schon. Atmen ist für Loser. Wieder und Atem. Vichas Brief, was? Was? Please? Please, bleib mal ein bisschen am Boden. Das hat gerade gar keinen Sinn ergeben. Linda, wie geht's dir damit? Auch nicht so gut wahrscheinlich, ne? Okay, dann geht's hier weiter. Und ich gehe einfach mal immer schön dem roten Licht nach. Da kann ich doch nur richtig liegen, oder? Nein. Aber mal schauen. Es fehlen mir nur zwei Teile. Das ist ziemlich nice. Junge, wenn ich je aus Aber wo Verband muss ich hin? Da ist eine Tür. Hau aus Cedar Hill. Geh nach nicht Million. Auf. Geht. Mich. Trenne mich. Lebe einfach. Und die hier geht auf. Let's go. Und da crawlen wir wieder mal ein bisschen rum. Weil crawlen macht uns Spaß. Warum auch nicht? I keep crawling, crawling, didi. Obwohl, warte mal. Mein Gott. Ist das der richtige Weg? Hier ist alles so grauenvoll. Nee, das ist Frank Stones altes Versteck. Wieder am Ausgangspunkt? Hä? Gut. Nein, ich bin wieder zurückgegangen, oder was? Wie ist das denn passiert jetzt? Und warum kann ich jetzt nicht drunter? Warum kann ich jetzt nicht durch? Hallo? Das meine ich, das ist so depressing. Bin ich dumm? Soll ich da nicht mal durch, oder? Ja, interagieren. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Was für ein kranker Bullshit. Kann ich jetzt bitte hier durch? Warum kann ich da jetzt nicht mehr durch? Also ich kann mir das ansehen. Cool, nice. Aber ich will hier wieder durch. Oder geht das nicht, weil das hier doch der richtige Weg ist oder was? Mein Gott, das ist doch der richtige Weg. Hä? Ja, egal, ey, warum überdenke ich die Scheiße überhaupt noch?
Ich weiß doch, dass ich keine Orientierung habe, keine Erinnerung habe, mein Gott. Gedächtnis who? Orientierung sind who? Melzofen? Und hallo, Chris. Diesmal bleibst du bestimmt bei uns. Oder? Was wird sich jetzt alles ändern? Alles okay? Bonnie? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Alles okay. Das ist die Zukunft. Die Zukunft. Bonnie? Richtig. Nein, ich... Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Ernst oder verwirrt? Dann gehen wir mal mit dem ernsten Weg. Ja, sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Jaime. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er... Wir waren... Jetzt erfährt Maddie auch, wer das hier ist. Hack, Jaime, wie konnte er das tun? Er ist einfach weg! Das war nicht wirklich seine Schuld. Onkel, Jaime. Er wäre sonst gestorben, wirklich. Hallo Stan. Du Lappen. Maddie, oh mein Gott, da ist dieses Ding. Es will mich umbringen. Was geht hier vor sich? Willst du, glaube ich, nicht wissen, Bro. Wer verdammt ist die? Willst du, glaube ich, wirklich nicht wissen. Ich habe den Ort hier gefunden und sie war hier. Wie kam sie her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung. Stan. Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Warum fragt Maddie vor allem auch einfach? Hä, du hast es doch gesehen. Ja, nee, ich will eigentlich nicht zurück. Lass mich bitte hier bleiben. Nein. Schon gut. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber im Moment ist es hier auch nicht so sicher. Wir sollten los. Chris bleibt also wirklich jetzt? Oh. Let's go. Wir sollten Linda suchen gehen. Linda? Kennst du Linda? Linda Castle? Oh, jetzt verstehe ich. Bist ein Seherhund, was? Bist du ihr gefolgt? Gefolgt? Nein, wir sind zusammengekommen. Aber sicher. Wo ist sie? Ich muss sie sehen. Okay, normalerweise habe ich kein Interesse an perverser Stalker-Scheiße, aber ich könnte euch einander vorstellen, wenn der Preis stimmt. Stan, du bist wieder mal widerlich und... Darauf war ich jetzt, ehrlich gesagt... Nicht vorbereitet. Tut mir leid, Stan. Sorry. Und das Teil kommt trotzdem hier raus. Sorry, also Stan, ich hatte gerade meine Hand nicht mal richtig an der Tastatur, weil ich jetzt damit ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. So, es gibt gefühlt keine relevanten Skillchecks in dem Spiel und dann ist auf einmal so, wuh, und dann bist du so, wuh, und alles komisch. Also tut mir jetzt wirklich leid für ihn, das war jetzt nicht gewollt. Es ist halt einfach. Der Sprung. Wie eine kleine, sehr zerbrechliche Vase. Und Linda geht's gut, wie es aussieht. Wenigstens etwas. Ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Dito. Ich wusste nicht, wo du warst und dieses Ding jagt uns und ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Ja, danke, Kreimer. Es ist eine Menge passiert. Das ist korrekt.
Ignorieren wir einfach mal Chris. Gehen wir einfach mal weg hier. Also. Chris ist nicht relevant, okay? Da ist der Gully. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg. Mit etwas sehr viel Glück, würde ich behaupten. Aber wir werden eventuell verfolgt. Es kommt. Boah, es nervt mich ein bisschen, dass Stan tot ist. Diesen Skillcheck habe ich nicht erwartet. Den habe ich nicht kommen gesehen, den dreckigen Skillcheck.